Die Buchenlochhöhle in Gerolstein ist ein schönes Wanderziel auch für Familien. Wenn ihr unterhalb der Gerolsteiner Dolomiten parkt, dann könnt ihr zu Fuß sehr gut und auf relativ guten Wegen dort hinaufwandern. In der Höhle selbst sind ungefähr 8 Grad. Demnach solltet ihr nicht zu leicht bekleidet, auch im Sommer nicht hineingehen. Und ihr solltet festes, rutschfestes Schuhwerk anhaben. Weiterhin hilft euch sicherlich eine gute und starke Taschenlampe, aber das werdet ihr gleich sehen. Wir haben die Höhle selber nur mit unseren Handyleuchten ausgeleuchtet. So, nun aber zur Höhle. Wir gehen die Treppe hinauf und dann ab in die Höhle. Die ersten paar Meter in der Höhle sind auch noch relativ hell und dort ist es nicht ganz so glatt. Wenn es aber ein bisschen aufwärts geht, dann merkt ihr direkt, dass der Boden nass und glatt ist. Also, los geht's! Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.